Ich gehe dann schon mal los. Ja, oder Montag mal kicken. Ich sag auf jeden Fall Bescheid. Ciao. Hallöchen, Freunde. Ich bin's wieder. Wie ihr es mitbekommen habt, habe ich an Silvester kein Video gemacht, sondern, wie soll ich das sagen, ich habe einfach nicht gefeiert. Hab da so eine komische Saftschorle getrunken und mit Z-Fighter Farco und dann haben wir weitergezockt, weil, wozu man überhaupt das vom Ballern macht. Ihr habt es euch das Silvester ein wenig anders geplant, also ihr habt rumgeballert wahrscheinlich, ohne Ende Geld ausgegeben. Ich und Z-Fighter Farco, ja, Saftschorle gesoffen und gezockt. Weil, ich weiß ja nicht, ob ihr es wisst, aber ich habe da so eine schöne Schreckschusswaffe, hätte ich auch rumballern können. Aber ich hatte sie nicht mit. Vielleicht beim nächsten Mal. Ja, weil ich kein Video gemacht habe, wollte ich euch einfach mal nur mal sagen, frohes Neues. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht und, ja. Gesundheit und all das wünsche ich euch natürlich auch. Wie ihr es ja wisst, habe ich ja diese neue Serie gestartet, On Tour. Ja, das habe ich ja auch gemacht. Und sogar zu meinem Geburtstag habe ich ja das gemacht, ein Video am 29.12. Da wollte ich eigentlich ein bisschen mehr filmen. Aber man kam nicht dazu, viel warten. Eigentlich so wie im ersten Teil nur. Und viel Fahrerei. Also wir waren ja auch in wo war das? In den Niederlanden. Keine Polizeikontrolle, also das hat mich selbst gewundert, damit das nicht dazu kam. Vor allem, wenn man mit einem Engländer mitfährt, hat man immer dann meistens das Problem wegen seinem Ausweis. Warum haben sie keinen Personalausweis? Ja! Das, keine Polizeikontrolle, gut durchgekommen. Nur es war arschglatt in den Niederlanden. Also ein Kollege von uns, ich habe zwar die Kamera vorne nicht angehabt, aber hätte ich die angehabt, hättet ihr gesehen, damit er an einer Kreuzung vorgerutscht ist. Also wirklich vorgerutscht. Ja. Nochmal zu meinem weiteren Plan. Dieses Wochenende fahre ich wieder zu Z-Fighter Farco. Ich weiß noch nicht, ob ich ein Video mache. Denke mal nicht. Weil wir nehmen dann wieder Battlemania auf. Da wollte ich mich dann mehr drauf konzentrieren. Wir haben auch ein neues Spiel gefunden. Das werdet ihr dann auch bald sehen als Battlemania. Dazu verrate ich noch nichts. Solltet euch schön gefällig selber angucken. Ja, dann wollte ich noch sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.